willkommen zur dritten Folge der Reihe Sicher surfen im Netz. In diesem Video geben wir Tipps, wie man sich vor Online-Betrügern schützen kann. Mein Name ist Dagmar Hirche, ich bin Mitgründerin und Vorsitzende des Vereins Wege aus der Einsamkeit. Unser Hauptthema ist digitale Teilhabe im Alter und als Experten sitzt neben mir Jan. Ich bin Jan Ludwig, ich bin Faktenchecker bei der Deutschen Presseagentur und ich beschäftige mich eben beruflich mit Falschinformationen und damit, wie man sie widerlegen kann. Wenn ich mir heute Informationssendungen im Fernsehen anschaue, Jan, dann ist da oft von Internetkriminalität die Rede. Wie kann ich mich gegen diese Trickbetrüger schützen? Also sprichst du ein großes Problem an. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat vor einiger Zeit gewarnt vor dem neuen Enkeltrick. Den alten, den kennen wir vielleicht auch aus solchen Informationssendungen. Also da ruft jemand an und sagt, ne, hier ist dein Enkel, du, ich sitze ein bisschen finanziell in der Klemme. Kannst du meinem Freund irgendwie ein bisschen Geld vorbeibringen? So, das ist der alte Enkeltrick. Der neue Enkeltrick funktioniert so, dafür brauchen wir ein Smartphone oder ein Handy. Da werden Menschen auf ihrem WhatsApp oder anderen Messenger-Dienste, bekommen sie eine Nachricht so und da steht dann irgendwie drin, hallo Mama, mir ist leider mein Handy geklaut worden, das ist jetzt meine neue Nummer und habe ich leider finanziell ein Problem, ich brauche jetzt eine Überweisung, könntest du für mich diese Überweisung anleiern? So, und natürlich gilt dann niemals eine Überweisung allein aufgrund von ein paar WhatsApp-Nachrichten anstoßen, denn das ist eben eine Betrugsmasche. Das ist ja nicht nur über WhatsApp und die Messenger-Dienste, das geht ja jetzt auch über SMS mittlerweile, ne? Absolut. Also diese Art von Enkeltrick funktioniert letztlich mit allen Kurznachrichten, bei denen erstmal von einer unbekannten Nummer her ich irgendwas bekomme und nicht klar ist, wer steckt da eigentlich dahinter. Was ich dann generell nicht machen sollte, kannst du das nochmal genau sagen? Also grundsätzlich, wenn ich von einer unbekannten Nummer irgendeine Nachricht bekomme und die Nummer sagt mir, hallo, ich bin deine Enkelin, ich bin dein Neffe, was auch immer, auf jeden Fall erstmal nicht zu den Kontakten hinzufügen, sondern erstmal fragen, wer bist du denn? Also im Sinne von, die Person soll mal ihren Namen sagen oder sich vielleicht anrufen lassen. Also keine Scheu davor haben, dass man sich vielleicht vor dem echten Enkel oder dem echten Neffen so ein bisschen lächerlich macht, denn man kann einfach sagen, ich will auf Nummer sicher gehen, dass du wirklich die richtige Person bist. Ich gebe dann immer noch den Tipp, die alte Nummer anrufen, bei der Tochter anrufen, beim Enkel anrufen, um festzustellen, oh, die Nummer funktioniert ja noch. Ja, oder so. Wenn das natürlich funktioniert, dann ist der Betrug erst recht aufgeflogen. Gute Idee. Absolut. Genau, also das würde ich dann vielleicht nochmal reingeben. Ja. Könnte ich diese Nummer, die dann damit übertragen wird, könnte ich die in der Suchmaschine suchen? Im Prinzip ja. Man muss aber wissen, dass solche Trickbetrüger natürlich mehrere Nummern haben, die auch mal austauschen. Aber als Faktenchecker muss ich natürlich sagen, lieber einmal zu viel recherchiert als einmal zu wenig. Was, wenn ich auf sowas reingefallen bin? Was mache ich dann? Also ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass man so ein bisschen beschämt ist in so einem Moment und sich denkt, Mensch, wieso habe ich da nicht 2 Minuten länger nachgedacht? Wieso war ich so blöd, da drauf zu klicken? Aber man muss sich immer vor Augen halten, wir alle können mal so blöd sein, um da drauf zu klicken. Deswegen versuchen, ganz logisch zu denken, wenn ich nichts tue, ist mein Geld garantiert weg. Dann kriege ich garantiert nichts wieder. Deswegen ist die beste Maßnahme natürlich zur Polizei gehen. Man war ja schließlich Betrugsopfer. Und man muss auch immer an die anderen denken, ne, die vielleicht jetzt im Nachhinein noch Opfer werden könnten. Und um die vielleicht zu schützen, ist es sinnvoll, eben die Polizei anzuschalten. Und ist es ratsam, nicht auch zur Bank zu gehen und mit meinem Bankmitarbeiter darüber zu sprechen? Absolut. Also alles, was Banküberweisung angeht, was wirklich eine Banktransaktion angeht, immer sofort auch die Bank informieren, gegebenenfalls ne, bei Kreditkarten sperren. Also die Polizei gibt dann aber eindeutig auch nochmal Tipps, was man tun soll in so einem Moment. Also ich finde, was wir nochmal rausstellen sollten, sich nicht schämen. Jeder kann auf sowas reinfallen. Ja. Das ist es eben. Auch wir, die vielleicht geschult sind, können auf sowas reinfallen. Sich nicht schämen, sondern offen damit umgehen. Genau, ganz genau, ja. Jan, manchmal werde ich ja auch von WhatsApp oder anderen Messenger-Diensten oder SMS oder aus den sozialen Netzwerken auf irgendwelche Webseiten geleitet. Ich muss nur auf einen Link klicken und dann passiert irgendwas. Wie gehe ich damit um? Also das Problem, was du ansprichst, das nennt man Phishing. Also ein englisches Wort heißt eigentlich nur Angeln. Und der Köder, der da ausgeworfen wird, das ist eben meistens eine E-Mail zum Beispiel. Hier jetzt ein Beispiel.
Da sieht man, da soll man auf einen Link klicken und dann wird man eben auf eine andere Webseite umgeleitet und auf jeden Fall sollte man nicht dort draufklicken, sondern immer erstmal schauen, was ist eigentlich der Absender, ist das vertrauenserweckend, habe ich überhaupt ein Konto bei der Bank so zum Beispiel. Und wenn man auf den Link klickt, dann kann es eben passieren, dass man zum Beispiel sich eine Schadsoftware einfängt, also dass ein Virus runtergeladen wird. Oder man wird auf eine Seite geleitet, wo man seine Daten eingeben muss. Und all das ist natürlich nicht das, was man will. Das ist letztlich eine Form von Betrug, eben von Datenklau. So. Und dann können wir hier noch eine Phishing-SMS zeigen. So. Auch hier wird gesagt, ja, man muss mal ganz dringend auf so einen Link klicken. Übrigens immer vorsichtig, wenn eine Dringlichkeit so suggeriert wird. Ne? Also Sie haben die Zeit. Ne? Nehmen Sie sich die Zeit. Da steht dann oft, klicken Sie hier drauf und achten Sie auch mal auf die Schreibfehler in dieser SMS. Das ist auch ganz typisch für Phishing. In Phishing-E-Mails oder in Phishing-SMS oder auch Phishing auf WhatsApp, da sind oft sehr viele Schreibfehler drin. Und man kann eigentlich sagen, große Unternehmen machen keine Schreibfehler oder wenn, dann wirklich nur sehr, sehr wenige. Oft sieht es ja auch so aus, wenn ich da drauf klicke, als wenn ich bei meiner Bank bin. Das ist richtig. Ne? Das ist dann eine Webseite, zu der man geleitet wird. Und da sprechen wir gleich noch drüber. Da geht es vor allen Dingen darum, was steht denn eigentlich oben in der Adresszeile. Wenn da nicht der Bankname drin steht, sondern irgendwas anderes, dann ganz vorsichtig sein. Okay. Manchmal gibt es auch Werbung in den sozialen Netzwerken für Gewinnspiele. Hier können Sie gewinnen. Ist das vertrauenswürdig? Naja, manchmal schon, aber wir sind ja heute hier, um über die nicht vertrauenswürdigen Gewinnspiele zu sprechen. Und da ist schon einiges, was da so kursiert im Netz. So, also hier zum Beispiel mal ein Gewinnspiel, da wird behauptet, naja, wir haben hier Wohnmobile, wir bieten also ein Wohnmobil als Preis an. So. Und wenn man mal genau hinguckt, ne, da steht in diesem Facebook-Eintrag steht dann irgendwie drin, dass man den Post einfach nur teilen muss und ein bisschen was kommentieren muss. Und dann hat man schon die Chance zu gewinnen. So, und wenn man jetzt genau hinguckt auf dieser Facebook-Seite, da ist tatsächlich nur, das sind zwei Posts nur zu sehen. Also ein Beitrag und ein Fotoalbum, das ist alles. Und das deutet schon darauf hin, dass wir es eben nicht mit einem Gewinnspiel zu tun haben, sondern mit Datenklau. Du hast ja jetzt schon einiges erklärt, wie ich das erkennen kann. Mhm. Aber was haben die denn davon? Also Daten sind tatsächlich eben pures Geld, weil mit den Daten, also zum Beispiel der E-Mail-Adresse oder der Telefonnummer, die kann man eben verkaufen an wieder andere Anbieter und dann wird das nochmal weiterverkauft an Leute, die Werbung schalten wollen. Irgendwelche Unternehmen, die uns dann bombardieren mit E-Mails, mit Telefonanrufen und da kann ich sagen, das geht Leuten irgendwann tierisch auf den Zeiger, dass sie so viele Werbeanrufe bekommen. Also schon deswegen mit seinen Daten sparsam umgehen. Es geht dann nicht immer ums Geld, aber es geht dann auch einfach darum, wie viel Werbung will man eigentlich ständig bekommen. Welche Beispiele gibt es noch? Welche kennst du noch? Also was wir auch aus unserer Arbeit kennen im Faktencheck-Team der dpa, das sind solche Gewinnspiele, die nutzen dann das Logo, so das Markenzeichen von Unternehmen, die man kennt. Irgendwie Schokoladenherstellern oder Discountern oder Supermarktketten und sowas. Und dann wird dann behauptet, ja, von der Kette kriegt man irgendwie einen 250-Euro-Gutschein. Erstmal, wer will den nicht? So. Und mein Blick geht dann aber als erstes immer in die Adressleiste. Also da oben steht dann nämlich manchmal nicht der Name des Schokoladenherstellers oder der Drogerie, sondern dann steht dann irgendeine wilde Buchstabenkombination, vielleicht mit ein paar Zahlen drin oder was ganz anderes. Und man muss sich immer vor Augen halten, ein großes Unternehmen kann sich normalerweise eine Webadresse leisten mit dem Namen des Unternehmens. So, ne? Also der Schokoladenhersteller heißt dort dann www. dann der Name des Schokoladenherstellers .de oder .com. Und auch dieses Länderkürzel am Schluss, .de, steht ja für Deutschland. Wenn das nicht dort steht, wäre ich schon sehr, sehr kritisch. Das heißt also, auch wenn ich auf der Internetseite bin, ist es nicht immer glaubwürdig, wenn sie so aussieht. Das ist leider der Fall. Selbst wenn oben die Adressleiste stimmt, kommt noch was anderes ins Spiel. Da kann ich dir nur empfehlen, runter scrollen, also auf der Webseite nach unten rollen und dann gucken, wo das Wort Impressum steht. Das Impressum ist wirklich der langweiligste Teil einer Webseite, aber es ist zugleich eben auch der wichtigste. Und jetzt würde ich gerne nochmal genauer darauf eingehen, warum dieses Impressum so wichtig ist bei allen Webseiten, die Sie besuchen. Nach deutschem Recht muss ein Impressum mehrere Angaben enthalten. Unter anderem,
den Vor- und den Nachnamen der Person, die mir etwas verkaufen will, oder eben den Unternehmensnamen und selbst dann noch den Namen des Geschäftsführers oder der Vorstandsvorsitzenden. Außerdem noch eine Postadresse und mehrere Kontaktdaten und mindestens eine Kontaktmöglichkeit, am besten Telefon, mit denen Sie die Leute sehr schnell erreichen können. Dazu noch Handelsregisternummer, wenn es eine gibt, oder Umsatzsteuernummer. Ein Impressum muss wirklich sehr viele Angaben enthalten. Wenn es gar kein Impressum gibt, würde ich sofort die Finger davon lassen. Wenn es ein Impressum gibt, aber da stehen nur sehr wenige Angaben drin, dann bin ich auch sehr kritisch. Wir haben Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht. Das ist hier ein Trachtenladen, der sieht auf den ersten Eindruck ganz gut aus. Die Preise sind realistisch und die Bilder sehen gut aus. Und wenn ich jetzt aber ganz nach unten gehe und auf das Impressum klicke, schauen Sie mal, was wir dort sehen. Da steht der Name der Internetseite, den brauche ich nicht, ich bin ja schon drauf. Und da steht noch eine E-Mail-Adresse. Und das ist alles. Jetzt sieht man, diese Seite ist in Wahrheit Betrug. Also auf keinen Fall dort kaufen. Niemals würde ich dort Sachen kaufen. Und leider sind wirklich viele Menschen auf diesen Trachtenladen reingefallen, weil der erste Eindruck und vielleicht auch der zweite ebenso gut war. Aber man muss immer ins Impressum gucken. Und wenn dort nicht alles in Ordnung ist, würde ich es auf jeden Fall nicht besuchen und dort kein Geld lassen. Also fassen wir nochmal zusammen. Bei unbekannten Nummern auf WhatsApp, Messenger-Diensten, SMSen und E-Mails nicht klicken. Genau. Ich klicke nicht einfach auf verlockende Links, sondern prüfe erst, woher sie stammen. Ganz genau, ja. Ich achte bei Webseiten immer auf das Impressum und auf die Adressleiste. Ist es eventuell auch von Interesse, mal auf Datenschutz zu gucken? Ja, also man wird ja eigentlich am Anfang immer gefragt, ob man Cookies zulassen will, ne? Also gewissermaßen die Datenplätzchen. Da muss man meistens zustimmen, zumindest zu einem Teil dieser Cookies. Und wenn aber gar keine Abfrage kommt, weil den Leuten das eh egal ist, sie klauen eh die Daten, sobald man drauf geht, dann wäre ich auch vorsichtig bei der Seite. Ich gleiche Informationen mit Infos aus seriösen, glaubwürdigen Quellen ab, zum Beispiel bei den Verbraucherzentralen oder bei der Polizei? Genau, das wäre wichtig, ne? Also Polizei, gerade in Betrugsfällen, Verbraucherzentralen ist immer sinnvoll, um sich zu informieren, zum Beispiel, ne? Diese ganzen Fake-Shops, die ich eben genannt habe, der Trachtenladen zum Beispiel, dazu gibt es dann mit Sicherheit auch Informationen bei Verbraucherzentralen. Und was ich natürlich auch immer empfehlen kann, suchen Sie nach Faktenchecks zu diesem Thema. Genau, das wäre nämlich das Nächste. Und ich suche nach Faktenchecks zu diesem Thema. Ganz genau. Also recherchieren kann ja nie schaden. Jan, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Gerne. Das war das dritte Video aus unserer Reihe Sicher surfen im Netz. Eine Videoreihe von Wege aus der Einsamkeit dpa mit Unterstützung von Facebook. Jan und ich hoffen sehr, dass Sie sich jetzt besser geschützt fühlen gegen Betrug im Internet. Wir sagen Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss.